Hallöchen, willkommen zurück zu Minecraft, was auch sonst, genau, fängt ja gut an hier, liebe Leute, ne, ihr wisst schon, was machen wir da? Mal überlegen, machen wir den Fußboden weiter hier, ich denke mal schon, ne? Fichtenholzbretter habe ich ja genug dabei. Ich glaube, wir lassen die Ebene, wir machen die Ebene hier auf der linken Seite genauso wie auf der rechten Seite. Also müssen wir doch noch ein bisschen schaufeln. Ein bisschen noch schaufeln, aber nur ein bisschen. Ja, wie man hören kann, ich habe ja auch wieder eine andere Playlist laufen im Hintergrund. Ein bisschen so Bass-Trance-Musik. Hört sich zumindest so an, oder soll das sein? Könnt auch mal gerne auf der Seite vorbeigucken. Also wegen der Musik. Der Link dazu habe ich auch in der Videobeschreibung drin. Nein, jetzt falle ich da bestimmt nicht mehr rein. Oder doch? Nein. So, am besten, ich muss da gleich irgendwie mal Holz machen. Holz drüber machen. So. Sonst falle ich ja doch noch rein, wer weiß, ne? Ja, ich denke mal, in den nächsten Folgen vielleicht ein Bauernhaus weitermachen. So 2, 3 Folgen Bauernhaus und dann vielleicht mal wieder was anderes. Was mache ich da? Warum habe ich hier Fichtenholz? Ja. So, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche, ne? Warum habe ich hier Fichtenholz? Ich brauche doch schwarzes Holz. Okay, wir schaufeln noch ein bisschen. Ich muss dann gleich mal hin, na, zum Lager. Habe ich da noch schwarzes Holz? Dann müssen wir noch mal zum Biom. Wo waren das überhaupt? Wo waren das für Biom? Ich glaube, in die Richtung da, ne? Ich glaube schon. Mich stört ein bisschen das hier unten alles, aber ich will das ja auch nicht dicht machen mit Erde. Warum soll ich das mit Erde dicht machen? Weil hier unten kommt sowieso irgendwann mal ein Keller hin. So ein Lagerraum. Obwohl eher ein kleiner Keller, ne? Obwohl ein kleiner Keller? Da glaube ich jetzt gelogen. Wird doch echt ein richtig kleiner Keller. Man kennt mich ja. Oh, ich dachte, hier ist wieder ein Loch. Naja, dann schaufeln wir das so ein bisschen weg hier. Muss ja auch gemacht werden. Zum Beispiel solche Arbeiten, so wie Schaufeln hier, kann ich demnächst ja mal vielleicht auch mal offline machen. Das ist ja nicht so spannend, wenn man hier ein bisschen schaufelt. Das ist ja... ja. Außer ihr wollt sehen, wie ich irgendwo wieder tief in die Löcher reinfall. So, hier mal rum. So, muss da noch was weg? Ach, das muss auch noch weg, ne? So, schaufel das gleich hinüber. Muss ich ja gleich da runterspringen mit der Erde, ne? So ein Mist. Tja, dann gehe ich da mal runter. Platz habe ich noch ein bisschen. Können wir ein bisschen baden hier, ein bisschen tauchen. Die Erde brauchen wir doch. Ne? Müssen wir bestimmt wieder mal wieder hier schön Terraforming machen. Denke ich mal. So, jetzt gucke ich mal, ob ich noch schwarzes Holz habe. Der Baum. Naja, der Baum. Das könnte auch noch mal weg da. Ich habe auch keine Schere. Egal. Ich gucke erstmal nach schwarzen Holz. Wird das schon wieder dunkel? Ja. So langsam aber sicher wird es mal wieder dunkel.
Fichtenholz, Schwarzeichenholz, 44 Dinger noch. Fichte erstmal weg. So, ja, Face Off, du bist auch ein Face Off. Muss mal die Erde hier. Nee, Quatsch, das ist ja Kies. Bum, 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 bum. So. Muss man gerade mal auf meinen Ohren die Musik ein bisschen leiser drehen hier. So. Aber nur auf meinen Ohren. Für euch lasse ich sie laut. Ich hoffe, sie ist ja einigermaßen laut genug. Erde. Da. Erde. Ach, hier, da war mal. Stankies kann erstmal auch weg. Brauche ich jetzt nicht. Brauche jetzt mal Platz. Demnächst brauche ich die weiße Wolle. Dass wir nämlich die erste Etage mal anfangen, da vom Bauernhaus. Aber erst dann muss ich hinten dicht machen. Dazu komme ich gleich noch. Da habe ich nämlich noch was vor, einen Vorschlag. Vielleicht mache ich das nämlich auch offline. So. Ach komm. Ich muss sowieso gleich nochmal ins Biom. Eichensetzling. Was soll ich jetzt mit dem Eichensetzling? So, aber ich glaube, ich muss eh gleich schlafen. Ey, jetzt hänge ich hier in den Türrahmen fest eben, ne? Mann, Mann. So, Glas. Habe ich noch ein normales Glas? Das muss ich dir mal mitnehmen gleich. Holzfalltüren brauche ich nämlich auch. Steinziegel brauche ich auch mal ein Stecken. Ich habe irgendwo noch rissiges Steinziegel. Wo waren die denn noch? Steinziegel, rissige Steinziegel. Pack ich mal unten rechts hier hin. Die wollen wir auch noch irgendwo mal verarbeiten. So. Brauche ich auch. Warum ist da Eisen? Egal. So, ich kann schlafen. Ey, wir sind wieder mutig. Ich habe die Tür aufgelassen. Aber ist, glaube ich, noch nicht ganz so dunkel. Ich sehe das schon kommen. Irgendwann kommt hier ein Creeper rein und explodiert hier. Und dann haben wir den Salat. So. Geschlafen, schön ausgeruht. Guck mal, das Huhn, das spaddelt ja immer noch. Das ist ein Ei, das hole ich jetzt aber nicht. Sag mal, seit wie viel Folgen hier bist du eigentlich jetzt schon am Spaddeln hier, jo. Bist du so dreckig, ich musste dich so doll waschen. Egal, so, das, guck mal, der Schaf ist auch immer noch da, hier. Alles unsere Mitbewohner nachher, alles unsere Untermieter. Da muss eigentlich kein Holz hin. Da kommt nachher noch was anderes vor. Aber ich mache trotzdem jetzt mal da Holz hier. So. Egal. Wir haben es doch. Zur Not gehen wir ein bisschen farmen wieder. Ach ja, stimmt. Schwert. Das Schwert, das will ich nicht reparieren. Das will ich kaputt gehen lassen, das Schwert. Weil da ist Rückstoß drauf. Mag vielleicht mal vielleicht gut sein bei den Creeper, aber wenn du Zombies gekillt hast oder so, oder Skelette, du musst ja immer ewig hinterherlaufen in die XP und falls sie was droppen und das ist ein bisschen nervig. Für die Creeper ganz gut, aber für die anderen Monster braucht man nicht unbedingt Rückstoß. Oh, da war das Stecken auch schon weg. Nein, ich fall da nicht rein. Nein. Ja, so wie das, was Größeres, so wie hier auch das Holz verlegen, das kann ich auch mal offline machen. Das ist ja echt nichts Besonderes. Apropos offline. Ich will denn diese Seite hier, die mache ich denn zu. Da kommt ein Fenster rein noch und bis da hinten rum, ne, bis da muss ich ja anschließen, das mache ich dann offline. Falls ihr nichts dagegen habt, aber ich denke mal nicht. So, siehst du, Mann, hier geht aber echt viel Holz drauf. Ich glaube, da brauche ich noch mindestens 2-3 Stecken. Das kann ich dann auch offline machen, schwarzes Holz nochmal besorgen. Oh, jetzt habe ich den, egal, lass ich den da. Mann, auch nichts. Muss ja an den Holz hin? Nee.
Da muss kein Holz mehr hin. So, die Ecke noch. Muss da noch was hin? Ja, da muss noch was hin. Ist da. Okay, kein schwarzes Holz mehr. Ja, das ist natürlich schlecht. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Hier sollten eigentlich Treppen hin. Ich guck gerade mal, kommt das hier weg oder mache ich da direkt da vorne Treppe? Nein, hallo. Da kann ich Eiche. Habe ich die Fichte nicht? Nee. So, zwei habe ich doch nur. Egal, ich nehme jetzt mal hier so erstmal. Doch, dann kann man hier hochgehen. Dann kommt hier noch eine Wand hin. Aber natürlich, was machen wir hier für eine Wand rein? Moment mal, ich kann was mir überlegen. Komm mal gucken, wie das aussieht. Eigentlich wollte ich ja mit Fichte da rum. Soll ich lieber mit Fichte hier rum, oder? Askamon, wie machst du da denn jetzt? So oder so? Mit Fichte? Fichte passt besser, ne? Ich habe so viel Fichte. Ich glaube, ich mach das mit Fichte. Sieht das überhaupt gut aus? Und dann da eine Wand, da hat man hier sozusagen eine kleine Ablage. Das kann man gucken, wie das aussieht. Aber da kriegt man ja nichts rauf, ne? Aber da muss ja was hin, weil wir haben da ja Erde. Stein wollte ich da eigentlich nicht nochmal hin haben. Obwohl, doch, ich hole mal Fichte gerade mal. Bin gerade ein bisschen unentschlossen, wie ich das hier am besten mache. Hütchen, hier, ja, ja, hau mal ab, du. Fischentreppen, habe ich ja keine Fischentreppen mehr, außer die ich im Inventar habe. Muss ich wieder gekräften. Hier sind mal auch keine. Na, egal. Die anderen Stecken ja auch rausholen können, weil ich brauche noch mehr. Ah, Chaos! So. Ich muss halt mal gucken. Ich könnte mal drüben mal ein Crafting Table bauen. Dann wollen die nicht andauernd hierher laufen. Ne? Wäre dann auch praktisch. Aber Tür zu. So. Ja, das Bauernhaus ist eigentlich noch 1000 Folgen mindestens. So, dann kann man ja da hinten so eine Art Ablage machen. So muss ich eine Ablage machen. Moment mal. Ich muss mal gucken, so muss ich das wieder umändern. Mal sehen, was wir später vielleicht dahin machen können. Bisschen Grünzeug, bisschen Deko oder so hier so hin. So, und hier mache ich das vielleicht. Soll ich das denn auch so machen? Moment, Moment, Moment. Also Fichten, so eine Wand ist ja auch nicht schlecht, ne? Aber sollen wir da Holz nehmen? Ist ja ein Bauernhaus, ne? Wir können uns später auch mal eine andere Wand nehmen, aber das ist auch nicht unbedingt schlecht hier. Was meint ihr? Sieht das gut aus oder nicht? Hm. Wo muss ich mir nochmal offline nochmal angucken, sonst... Das kann man so lassen, ne? Rumspielen hier. So, so schlecht sieht das nicht aus. Das kommt natürlich noch zu. Ja. So.
Sorry, dass ich gerade nicht so viel Quatsch im Kommentar schon so nebenbei überlegen, konzentrieren. Also ich finde es nicht schlecht. Also halt, aua, Trennwand. Jetzt habe ich natürlich wieder nichts da. Mist. Ja. So, also schlecht ist das nicht. Das Eiche könnte ich dann auch wieder da dran lassen. Kann man hier so um die Ecke rum? Nee, das sieht blöd aus. Ja, muss ich mal gucken. Ich werde auf jeden Fall gleich erstmal den offline Schwarzholz noch besorgen. Und dann in der nächsten Folge, ich nehme direkt dann gleich weiter auf, wenn ich schwarzes Holz besorgt habe. Und dann schauen wir mal, wie wir was am besten machen. Oder mache ich das auch gleich hier hinten schon mal dicht. Ich sag mal, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da. Lasst mir einen dicken Daumen nach oben da. Und bis dann. Tschüss.